gerne mag. Darf hier einfach sein, wer uns sein Freund sein mag. Wir treten gern ein. Dankeschön. Der Politalk läuft wie folgt ab. Wir haben in der Kampagne 2035-0 verschiedene Arbeitsbereiche und die Arbeitsbereiche sind gebeten worden, jeweils eine Forderung, die zu ihren Hauptforderungen gehört, zu formulieren. Und die wollen wir heute der Politik mal vorhalten und sie darum bitten, möglichst konkret zu sagen, was sie davon halten. Also ob sie das umsetzen wollen oder nicht, oder ob sie davon eine eigene abweichende Idee haben oder wie auch immer. Wir machen das nacheinander zunächst, weil wir immer so ein bisschen Angst haben, wenn die Politiker so untereinander erstmal ins Reden kommen, dann vergehen 2 Stunden und am Ende ist gar nichts ausgesagt. Und deshalb wollen wir alle nacheinander konfrontieren. Und damit die auch ja korrekt was antworten, die sollen nicht eine Antwort sagen, die uns gefällt, aber sie sollen eine Antwort sagen, haben wir hier eine Jury, jemand von Friday for Future. Und die Person hat auch ein Mikro und wird jeweils nach 2 Minuten zu jedem Punkt, darf immer geantwortet werden, bewerten, ob eine Antwort gegeben wurde oder ob es nur Blabla war. Sollte die Jury feststellen, dass keine vernünftige Antwort gegeben wird, wie gesagt, es geht nicht um die Qualität der Antwort, sondern ob es eine klare Antwort ist, bekommt die Person nochmal 30 Sekunden Zeit, vielleicht doch nochmal eine Antwort zu geben. Und das Ganze wird in einer Übersicht vermerkt, ob zugestimmt wird oder nicht zugestimmt wird. Und wir haben auch ein Zeichen dafür, wenn die ganze Zeit nichts gesagt wurde. So, das war schon mal mein wichtigster Part. Es haben 3 Fraktionen zugesagt. Ich will deutlich sagen, dass wir alle eingeladen haben. Das ist ja mitunter auch ein bisschen umstritten. Ich finde es immer wichtig, alle einzuladen. Und insbesondere bei der Partei, die umstritten ist, finde ich das besonders wichtig. Ich habe das bisher immer gemacht. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass in allen Fällen eine Partei, die mit der Behauptung, dass sie ausgegrenzt wird und ansonsten mit rechtspopulistischen Sprüchen aufwartet, dann, wenn man sie einlädt, nie kommt. Weil offensichtlich sie Angst haben, dass sie mit ihnen immer dann, wenn sie öffentlich ihre Positionen sagen müssen, sie Wählerstimmen verlieren und das zu Recht. Ich werde Ihnen also den Gefallen nicht tun, Sie nicht einzuladen, aber ich werde auch jedes Mal darauf hinweisen, dass ihr bitte, wenn Sie sagen, wir werden immer ausgegrenzt, ihr sagt, selbst das ist noch eine Lüge, ihr wollt gar nicht euch öffentlich sehen, weil ihr lebt davon, dass die Menschen nicht wissen, was ihr wirklich alles vorhabt. CDU, FDP, FWG und ein paar einige andere sind nun auch nicht da. Heute gekommen sind die SPD, die Linken und die Grünen. Und wir haben eben gelost, wer anfängt. Und beim Losen gewonnen oder verloren, das kann man ja unterschiedlich darstellen, weil manche immer haben die hier Vorteile, die als letztes drankommen. Jetzt geht's los mit Stefan Hebig von den Linken. Ich kann nicht sagen Fraktion der Linke, du sitzt hier gar nicht. Nein, ich bin nicht von der Fraktion der Linken, aber ich wurde von der Fraktion beauftragt, hier Stellung zu nehmen, wie wir uns klimaneutral Gießen vorstellen. Also, ich lese wieder die 4 Punkte vor. Zum Thema Energie. Bereits im Jahr 2008 hat die Buseker Gemeindevertretung bei nur einer Stimme Enthaltung folgenden Beschluss gefasst. An Bürgerbeteiligungsprojekte werden geeignete Dächer von gemeindeeigenen Gebäuden zur PV-Nutzung verpachtet. Sind Sie dafür, dass auch die Stadtverordnetenversammlung Gießen einen solchen Beschluss zu stadteigenen Gebäuden fasst? Ja, die Fraktion der Gießener Linken ist dafür, also das Bündnis der Fraktion der Gießener Linken. Und wir wollen, dass die Gebäude der Stadt halt mit Photovoltaik ausgestattet werden. Wie seht ihr das mit der Bevorzugung, dass das Bürgerbeteiligungsprojekt auch sein sollen? Die Bürgerbeteiligung ist sehr sinnvoll, weil man muss auch den Leuten die Chance geben, sich direkt dafür zu interessieren und nicht nur die Stadt im Fokus zu stellen, die dann halt irgendwie versucht zu verwalten und dann nichts Anständiges bei rauskommt. Okay, bleibt doch.
kommt der Bereich Landwirtschaft, regionale landwirtschaftliche Warenströme in Stadt und Kreis Gießen von Feld bis zum Verbraucher, Erfassung von Verarbeitung und Verteilung. Ja, da ist die Fraktion auch dafür. Wir müssen zusehen, dass wir unsere regionalen Wege, also die Versorgung der Stadt mit kurzen Wegen so versorgen können, ohne dass wir irgendwelche Produkte aus Kartoffeln, aus weiß woher, aus Chile besorgen, denn der Kartoffel, ja, das hat alles einen ökologischen Hintergrund. Und da ist es wichtig, dass alles, was wir hier in der Nähe haben, erfasst wird, sortiert wird und hier auch in die Stadt gebracht wird. Bei der Gelegenheit muss man auch zusehen, das ist ein Punkt durch die ganze Logistik, die dadurch entsteht. Dadurch können auch noch regionale Arbeitsplätze geschaffen werden. Auch hier ein Pfeil für ein klares Ja. Gut. Bereich Verkehr. Reduzierung aller Straßen im Stadtgebiet auf maximal eine Autospur pro Richtung, möglichst oft auf nur eine Spur, also Einbahnstraße, und Umwandlung der frei werdenden Spuren in Fahrradstraßen, Fußgängerinnenzonen und ÖPNV-Streifen. Ja, auch hier ist die Fraktion dafür, dass dies gestaltet wird. Man muss zugucken, dass die Stadt Gießen hat einen sehr beengten Raum. Und wir müssen hier auch zusehen, dass wir so viele Leute wie möglich eine Teilhabe an diesem beengten Raum ermöglichen. Es kann nicht sein, dass wir hier zum Beispiel 5 Spuren nur für den Kraftverkehr verbraucht werden und die Fußgänger hier auf einem Seitenstreifen von gerade mal 1,5 Meter sich begnügen müssen. Von den Radfahrern hier reden wir gar nicht erst, hier gibt es keine Spur, hier ist auch, hier soll ein Schutzstreifen geplant werden, was auch keine Sicherheit für Radfahrende bringt. Hier muss dringend was unternommen werden. Die Frankfurter Straße, die erwähnt wurde, das stimmt ja nicht, dass da nur jetzt eine Spur ist, das sind 1,5 Spuren. Das ist auch falsch. Da muss wirklich eine komplette Spur für Radfahrer gesorgt werden, dass sie in diese Stadt pendeln können, zügig in die Stadt kommen und sich auch hier einen gewissen Wohlfühleffekt haben. Da würde ich noch mal kurz nach den Einbahnstraßen fragen. Oh. Ja, Einbahnstraßen definitiv. Man muss gucken, dass man hier den Verkehr nicht als Transit, also die Stadt nicht als Transitverkehr nimmt für die Leute, die irgendwie aus Norden Richtung Süden wollen. Und dazu sorgen Einbahnstraßen, um den Verkehr neu zu gestalten und dieses Transitverhalten einiger Leute abzuschaffen. Also die sollten dann über den Gießener Ring fahren. Gut, es reizt mich sehr, eine Aussage einfach mal zu korrigieren. Wir stehen ja hier auch auf der Grünberger Straße folgenden Grund. Wenn ihr in diese Richtung guckt und zählt die Fahrstreifen, sind es nicht 5, sondern 7. Also der parkende Verkehr kommt ja noch dazu. Und wer sich das rechts anguckt, da ist richtig erlaubt, darf man auf den Fußwegen parken. Da kommst du mit dem Doppelkinderwagen schon nicht mehr vorbei. Und für Fahrradfahrer sind es 0 Zentimeter. Also hier sind wir wirklich auf dem Ausdruck Gießener Verkehrspolitik. Letzter Punkt, Stadtplanung. Keine weitere Steigerung der Bevölkerungszahl stoppt der weiteren Flächenversiegelung im Gießener Stadtgebiet. Ja, da muss ich jetzt ablesen, weil das Thema schon etwas komplexer ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir hier. Also ja, die Fraktion möchte keine weitere Flächenversiegelung und Nachverdichtung. Die Betonwüsten, die wir hier haben, die sorgen für thermische Hotspots und die Kühlung der Stadt ist nicht mehr gewährleistet. Moment. Also, wir brauchen auch halt mehr Grünflächen, ne, dazu. Und dazu muss die Stadt auch entsiegelt werden teilweise. Also, eine weitere Steigerung der Bevölkerungszahl wird von uns nicht direkt offensiv vertreten, aber sollte dennoch einen Bevölkerungszuwachs geben, den es nun mal hier gibt, durch die Studenten, durch Familienplanung, durch Zuzug, das können wir nicht verbieten, muss das halt in der kommunalen Hand über den Wohnbau geregelt werden, über sozialen Wohnbau. Also hier würde ich auch ein Nein heraushören, was aufgrund der Formulierung der Forderungen aber auch schwierig anders zu treffen ist. Von daher gibt es hier auch ein Nein, wie bei den anderen beiden Fraktionen.
Gut, das war's schon. Vielen Dank. Damit sind die ersten Runden rum. Wir machen wieder ein kleines Musikstück. Und dann beginnen wir hier mit der Abschlussrunde mit allen dreien und einem Vertreter von 2035.0. Ich will eine persönliche Idee noch gerne anfügen, weil zwei Themen mindestens damit sehr eng zusammenhängen und das hier mehrfach angesprochen worden ist. Wir haben sowohl beim Verkehr wie auch bei der Energieversorgung in Gießen einen dominanten Player, der immer wieder angeführt wird und wo ich ja finde, dass an diesem Player mal mehr diskutiert werden sollte, nämlich die Stadtwerke Gießen. Also einmal finde ich auch, dass die Tatsache, dass die Stadt hier die Mehrheit hat oder die 100% hat, nicht das gleiche ist, als wenn dieses Unternehmen den Bürgerinnen selber gehört. Also da würde ich noch mal drüber nachdenken, ob wir die Stadtwerke nicht deutlich bürgernäher aufstellen können. Punkt 1. Punkt 2. Wir haben bisher bei allen Verkehrswendeaktionen erlebt, dass nicht die Stadt, an die wir Forderungen stellen, sondern die Stadtwerke unser härtester Gegner sind. Die Stadtwerke mögen Verkehrswende nicht und haben ein Programm aufgestellt, hier in der Stadt an Menschen E-Autos zu vermitteln. Die Stadtwerke Gießen verdienen vor allen Dingen am Stromverkauf und müssen damit querfinanzieren den ÖPNV. Ich habe den starken Verdacht, dass in der Stadtwerke Führungselite das Schrumpfen des ÖPNV und das Wachsen der Elektromobilität durchaus positiv betrieben wird. Es ist unmöglich, finde ich, dass der Nahverkehrsbetreiber selber Autos vermietet, und zwar private, keine gescherten oder so etwas, Einzelautos an Leute vermietet. Das heißt, er tritt inzwischen als Autokonzern auf und das, finde ich, geht überhaupt nicht als Kombination. Ich möchte vor allen Dingen Autos rausdrängen und die Stadtwerke sollen gefälligst eine Firma in der Hand der Bürgerin zum Zweck der Daseinsvorsorge sein und nicht der Profitmaximierung. Ich finde es durchaus richtig, dass die Stadtwerke die Dinge hier betreiben, aber ich würde noch mal darüber nachdenken, ob es uns reicht, dass die Stadt da einfach rein theoretisch Einfluss drauf hat, denn bislang, finde ich, können wir Bürgerinnen und Bürger da eher zu wenig mitreden. Aber das noch mal als Nachwort zu den Stadtwerken, weil das hier ein paar Mal erwähnt wurde. Jetzt gibt es ein bisschen Musik und dann die Frage, wie geht es denn nun los mit dem Klimaschutz, weil bis 2035, so lange ist ja auch nicht mehr hin.